Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zum 14. Internationalen Fachkongress für erneuerbare Mobilität hier in Berlin im CityCube. Deshalb ist es wichtig und es richtig, dass dieser Kraftstoffkongress an der internationalen Bühne stattfindet, dass wir hier uns positionieren, dass wir hier uns miteinander austauschen, dass wir hier auch klare Signale nach außen senden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu diesem 14. Kongress Kraftstoffe der Zukunft im Rahmen der Grünen Woche. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung auch so große Resonanz erfährt. First, if we look at the fuel mix, we see that we have a high dependency on liquid fossil fuels. Renewable fuels currently make up only 5% of the sector. Well, it's not that simple. The other one is simple solutions to recycle fuel fuels are available. Again, it's not that simple. Taking a look at the current primary biomass energy use, you can see in the left pie chart, about half is traditional biomass used in wood fires and cook stoves. Alle reden vom Klimawandel. Wir tun was in der ersten Generation bei den Kraftstoffen. On behalf of European farmers and agri-cooperatives, I'm here in Berlin during Green Week to listen to the stakeholders, especially industry representatives, other stakeholders that are relevant to the sector, and gather exchange information and experiences from biofuel sector. And of course, in my work in Brussels, I will be using that to the benefit of agricultural sector and the biofuel sector as a whole in Europe. Wesentlicher Zweck meiner hiesigen Präsenz hier ist, dass ich diesen Biokraftstoffkongress als eine der wichtigsten Jahresveranstaltungen ansehe. Ich denke, dass wir damit auch Erkenntnisse finden, wohin die Europäische Union steuert, politisch gesehen, aber auch sachlich in der Neuentwicklung der Alternativen zu Öl. Und das ist der Grund, warum ich hier Einsätze und auch mit einer größeren Kollegenanteil. All right, my name is Martin Engström. I work at a Swedish bioethanol producer. My interest in this conference is mainly networking. I see the German market is in the forefront of promoting green biofuels, such as focusing on the greenhouse gas performance instead of just quota, volume quota, which is interesting for us. I attended this conference last year and I really liked the agenda and what's in it. It's quite broad and that suits me quite well.